Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Dragon Quest 6. Im letzten Part haben wir Terry getroffen, oder Vincent, wie er hier heißt. Und der das Monster vor uns leider besiegt, was wir besiegen wollten. Ist natürlich sehr tragisch, aber es ist ja nicht schlimm. Wir haben davor, der Eingang, der war ja gut bewacht. Und das war ja quasi für uns schon wie ein Bosskampf, muss man schon sagen. Kann man sagen, dass das ein Bosskampf war? Wir hätten zerstört werden können. Sagen wir es mal so. Dementsprechend ist es immer gut, dass ich wieder nochmal hier einmal nächtige und dann beim Priester hier mal mein Gelübde ablege. Und dann werden wir zum König gehen. Ich meine, vielleicht hat er das Schwert hier zweimal und sagt so, ey, ihr wart trotzdem so gut, ihr habt alle Eier kaputt gemacht im letzten Part. Vielleicht kriege ich deswegen nochmal eine Zusatzbelohnung. Das wäre halt super, oder? Ja, ne? Ich würde es gerne fortsetzen. Das wäre halt super. Gehen wir zum König und fragen mal. Oder wir kaufen vorher noch was ein. Vielleicht haben wir ja genug Geld für einen guten Schild. Ja. 5000, ne? Wir haben ja, warte mal. Wir haben ja auch die dritte Axt bekommen. Die Ätzklinge bleibt bei dir mal im Inventar. Moment. Da die Kampfaxt brauchen wir ja nicht noch eine, oder? Noch eine brauchen wir nicht. Wir haben drei oder zwei oder so. Nee, noch mehr verkaufe ich aber nicht. Ich bin geizig. Aber was ich gerne haben will, ist so ein Zauberschild. Der bringt halt nicht viel. Wobei. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Für jetzt Schnitz noch Silberküras lohnt sich für Schnitz. Ritterrüstung. Ritterrüstung bringt nichts mehr. Okay. Ja, so ein Zauberschild zu haben oder nicht haben, ne? Ich denke, für Adriel wäre es halt gut. Der hat halt wenigstens Verteidigung. Ja, wir kaufen einfach ein. Komm. Ja. So. Ja. Adriel rüstet mir Zauberschild aus. Nur ansonsten erstmal nichts. Wir haben kein Geld, beziehungsweise so wenig. Hier ist auch nichts von der Bank, ne? Naja, gut. Gehen wir zum König und fragen ihn, ob er vielleicht noch eine Belohnung hat. Es wäre halt super, wenn ich irgendwas dafür bekomme, dass ich dahin gelatscht bin. Außer Erfahrung. Ihr lagt anscheinend nur wenige Minuten zurück. Aber ihr lag zurück und Vincent brachte seinen Sarg als erster zu mir. Kommandant Brutus hat mir bestätigt, dass es sich bei dem Monster um dasselbe handelte, das die weitere Passage terrorisiert hat. Gemäß meines Versprechens habe ich Vincent als Belohnung die Sonnenblitzklinge ausgehändigt. Dieses Schwert ist etwas ganz Besonderes. Vincent mag bisher stark gewesen sein, aber jetzt... Die Monster wurden beseitigt und die verwandere Passage wieder begehbar. Das tut mir sehr leid, ihr wart ebenfalls sehr tapfer, aber wir haben leider nichts, was wir euch geben könnten. Okay. Gut. Ich habe euch gern geholfen. Ich habe gerne an der Prüfung teilgenommen. Meine Zeit verschwendet, um dieses Land zu retten und am Ende nicht mal eines Blickes gewürdigt. Steh nicht in den Weg, du Speckbeppo. Ich bin sauer. Ich habe allen Grund dazu. Naja, immerhin ist die Wandererpassage wieder hier frei begehbar und wir können dank dem, dass sie die Felsen im letzten Part ja dadurch, dass sie die Felsen da wegmachen konnten, dürfen wir jetzt durch. Was halt sehr gut ist. Ihr seid damit maluchen? Ein Glück, hier werden wir Hebel mehr fertig. Die Passage ist so gut wie neu. Haben wir unsere Pause mehr als verdient. Kluck, kluck, kluck. Oh. Der trinkt sich da erstmal einen weg. Wir haben all die Brocken weggeräumt, die Passage blockiert haben. Ihr könnt also direkt durchgehen. Und immer dran denken, wer hier so schön aufgeräumt hat, ja? Die sehen sehr traurig aus. Gut, die Monster... Da brauchen wir uns nicht drum kümmern, nicht mehr? Endlich kommen keine Monster mehr aus der Höhle. Für Reise ist es jedoch immer noch etwas gefährlich, dort hineinzugehen. Deshalb schiebe ich hier Wache. Klar doch, da rennt mein Counter, ne? Guten Tag. Ich bin aus dem Norden. Jetzt, wo die Passage wieder offen ist, kann ich ungehindert nach Hardware reisen und die Bestellung für meine Kundschaft erledigen. Der Gott sei Dank, obwohl ich denke, es ist dieser Schwertkämpfer Vincent, dem unser Dank gebührt. Ja.
Erinnere mich daran. Erinnere mich einfach daran. So, zeig mal die Karte her. Ja, eigentlich nur nach oben, da ist ja ein Dörflein. Wenn wir auf die Minimap gucken, auf die Mini-Mini-Minimap. Kommen hier besondere Monster? Scharfspitze. Also bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Aber alle 2 Meter kommen Mördermaden. Nee, Gegner. Verzauberer ist er gelernt. Er lernt Wirrwarr und die Megaschwächung. Megaschwächung ist halt so gut. 3 Häuser haben wir hier. Einfach offen, kein Dorf. Gut, dann machen wir erstmal alles kaputt, nicht wahr? Und dann schnüffeln wir in die Schränke rum. Kriegen zum Beispiel eine Fiole Weihwasser. Praktisch, aber ich denke, ich verzichte. Ein Buch mit dem Titel 1001 Witze für Abenteuer. Erzähl mal, welchen Künstler sollte man niemals mit der Bearbeitung seines Gesichts beauftragen? Ein Kampfkünstler. Ah, lol. Ah, noch ein Goldring. Ah, scheinbar sind die sehr besonders. Denn, wie zum Beispiel, sie hat ja schon einen Goldring ausgerüstet. Dann, wer hat ihn jetzt gekriegt? Will ich dir Goldring geben, dann geht die, das Kesselkopftuch weg, nicht wahr? Wobei, bleibt alles gleich. Nee, komm, nimm. Ja. Ja. Ja, genau, das Kesselkopftuch geht dann weg. Das erhöht den Stil halt. Ja, dann bleibt das, dann rüstet sich damit lieber aus. Dann kriegt irgendjemand anders den Titel. Schnitz, Bock auf einen Goldring? Nimm. Oh, kannst gar nicht ausrüsten. Die Dinger kann man halt auch nicht verkaufen. Hier, Atriel. Auch nicht. Ach, dann ist mir auch egal. Stör ich? Bei aller Liebe, wie oft soll ich es noch sagen? Ich beabsichtige nicht, irgendeiner eurer schäbigen Gegenstände zu kaufen. Ihr wisst, was ich will. Mehr Jungfrauenfleisch. Angeblich hilft es den Jugendlichen, Tör zu erhalten. Du willst mehr Jungfrauenfleisch? Wenn ihr keine mehr Jungfrauenfleisch habt, hört auf mich zu belästigen. Verzeiht, ich habe euch mit diesem nervtötenden, nervfahrenden Händler verwechselt. Guten Tag, verehrte Reisende. Gestattet mir, das Wort an euch zu richten. An eurer Stelle würde ich meine Reise gegen den Westen suspendieren. Warum? Mir kam zu Ohren, dass die Menschen in diesen Gefilden an recht seltsamen Halluzinationen leiden. Es geht sogar Gerüchte von einer Treppe um, die mitten aus dem Nichts erscheint. Diese arm verirrten Seelen. Seine Warnung ist vor uns Garantie, dass wir gehen. Dieser Kerl sieht aus, als wäre er reich, begütert und wohlgenährt. Vielleicht ist er ein Landbesitzer oder sowas. Vielleicht. Amos, aber hey, weiß man, wissen wir nicht. Nur weil er sich selbst nicht gesehen hat, heißt das nicht, dass es nicht wahr sein kann. Seine Warnung ist vor uns Nächstes Gebäude. Oh. Ein Heilkraut. Ich denke, das ist praktisch. Hallo. Ich habe gehört, die Wanderpassage unten im Süden ist wieder geöffnet. Wer hätte das gedacht? Das heißt, ich kann meine Geschäfte im Hardware wieder aufnehmen. Das kommt mir sehr gelegen. Genau, ist halt sehr gut eigentlich. Wollen wir hier immer nächtigen? Ja, sollte jede Herberge einmal ausprobieren. Ja, komm. Betten sind quietschen ein bisschen. Ein bisschen quietschen die. Und was ist das hier oben für Gebäude? Ein Stall. 7 Goldmünzen. Wow. Klauen ist sein letztes Hab und Gut. Und eine Mini-Medaille.
Ich bin so müde, ja. Aber ich darf nicht einnicken, nein. Ist einfach zu gruselig. Es geht ja so ein Gericht um, sicher stimmt es nicht. Aber es heißt, es gäbe ja so eine Krankheit, die die Leute im Schlaf umbringt. Man schläft ein und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dann krampft sich plötzlich alles zusammen. Alle Leide wahnsinniger Schmerzen und plaff, beiß mal das Gras. So habe ich es jedenfalls gehört. Oh, ich würde hier dann wirklich nicht schlafen wollen. Tatsächlich, da hätte ich Angst. Aber ich denke mal, es ist besser, als im Schlaf zu sterben, als, in einem Zustand zu sterben, wo man nicht, schläft. Wolkenreiter und Schädelreiter, die Kämpfe haben wir noch gar nicht gesehen, die sind neu. Also schon, ich kenne die Monsterart und so weiter, wissen wir ja alle, kennen wir ja weg. Wir sind ja nicht das erste Dragon Quest, was wir hier spielen, nicht wahr? Aber... die kennen wir. So, ihr wird gesagt, im Westen ist hier irgendwas. Da ist eine Brücke, eine Treppe, die einfach nach oben führt. Davon hat keiner gesagt. Ich meine, haben wir was anderes was wir machen können, außer diese Treppe zu nehmen? Ich denke nicht. Pegasus, sie sagt nichts dazu. Ich wollte eigentlich mit allen reden, aber die wollen alle nicht. Okay, geh mal hoch, komm. Jetzt sind wir natürlich wieder hier. Also, was heißt wieder? Ah, da unten ist Durchgang. Guck mal. Wir sind jetzt wieder in der Traumwelt, Leute. Heimat. War ein langer Ausflug, ich weiß. Zwei Dex und Hexer. Ja, mach ruhig Energieschub. Doppelte Angriffskraft. Bringt dir nichts, wenn ich dir an dein Bart ziehe. Und Mikael lernt Verkostoß. Und Amos wird Zombie-Meister. Er lernt die Fähigkeit giftigen Odem. Aber das ist halt noch nicht fertig. Zombie-Meister wird noch nicht fertig, ne? Wahrscheinlich Monster-Meister oder so. Amos, Stufe 3 hier, okay. Ja, wie gesagt, also je höher gelevelt wird die Stufe, desto länger dauert das. Und je mehr Stufen man hat, desto noch länger dauert das. Zumindest habe ich so gelesen. Schadrüben, oder so, zumindest so verstanden. Es gibt ja dank dessen, dass Spieletipps die Seite, weg ist, vom Internet getilgt, keinerlei Komplettlösung für das Spiel mehr. Also ich kann da nirgends reingucken, so richtig. So vernünftig, wenn ihr versteht, so auch vernunftmäßig. So komplett auf Vernunft in die komplette reingucken. Das ist leider nicht mehr drin. Stattdessen muss ich mich mit irgendwas zufrieden geben, was ich gar nicht will. Zeig mal die Karte hier. Da unten ist einfach nichts, dann gehen wir durch die Höhle. Jetzt gibt's. Was ist das für eine Höhle? Wieso sind hier Monster und Leute? Wieso tropfen die eigentlich aus den Ohren? Danke, dass du mich getötet hast. Alter, wirklich? Nein, alle heilen. Neue Chance. Hallo? Willkommen zur Herberge, liebe Reisende. Eine Übernachtung kostet 180 Goldmünzen. Ja. Wieso bin ich gestorben? Und was ist das hier für ein Ort? Guten Morgen, ihr habt hoffentlich gut geschlafen. Wer hat sie jetzt wieder? Das ist einfach nur ein Durchgang hier, was mit Monstern. Da gehen wir erstmal hier unten lang. Noch mehr Schlammer. Adrian hat jetzt mittlerweile auch 100 LP. Der wird auch bald irgendwann gewechselt zu irgendwas, was ihn mehr richtig mächtig werden lässt. Eine Schatztruhe mit einer Mini-Medaille. Ein Glück, oder? Mega Glück. Rüstungen. Ja, mach du mal.
Rebecca wird Mönch. Mittelheilung. Und Ding-Dong. Das ist gut. Bald habt ihr ausgelernt. Dann seid ihr was. Dann seid ihr praktisch. Quadratisch praktisch gut. Also ich meine, die Avatare da unten links sind ja eigentlich in so ein Quadrat gepresst, nicht wahr? Der Wiedergänger. Gut. Das gibt gut Gold. Steine. Immer schön zu sehen. Hier geht's wieder raus oder hoch. Raus. Okay. Gut, dann gehen wir mal in dieses Dörflein hier rein. Heilen werde ich mich nämlich nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Aber egal. Oh, eine ausgetrocknete Stadt oder eine Wüstenstadt. Wobei, ausgetrocknet müsste eigentlich gar nicht sein. Die ist ja mitten auf dem... Hier ist ein grüner Fleck. Egal. Oh, bitte nicht. Sei nicht so teuer. Willkommen, Rüstungsladen. Okay, das ist eigentlich dasselbe, was wir schon haben, ne? Immer noch nicht genug Geld. Immer noch nicht genug Geld. Aber ich habe eine Bank. Das ist gut. Hinterm Regenbogen. Nachdem wir kurz vor oben Waffengeschäft noch einmal waren, werden wir einmal da, wenn wir da geguckt haben, werden wir anschließend das Geld in die Bank legen. Hey, ihr Großstadttypen. Habt ihr irgendwo in der Nähe des Westen die kleine Insel rumschwimmen sehen? Ich kann mich nicht erinnern, nein. Großartig, da habe ich es doch nicht verpasst. Nächstes Mal, ganz bestimmt. Ein Brunnen. Reisen hier in Kargelia. Ha, hoffentlich steht ihr auf nichts, denn da fahren wir nämlich jede Menge. Es heißt, Mordor wäre besiegt worden, kann mich kaum halten vor Freude. Frieden bedeutet gar nichts, wenn dein Brunnen ausgetrocknet ist. Aber wollen wir mal reingucken? Hallo! Verflixt mal, genau wie hier. Hier ist nicht genug Wasser, um einen kleinen Zeh reinzuhängen. Willst du? Also ich sag, da kannst du doch schon planschen. Yay! Uhu! Nee, komm. Geh mal raus. Ja. Habe ich eine Karte? Ja. Gut. Das ist die Stadt. Die ist wunderschön, wunderprächtig. Da unten können wir mal hier kaufen. Und wir haben ein Gebäude. Nicht wahr, Bello? Genau. Was bietet ihr denn an im Kramladen? Ja, super. Ich weiß nicht, irgendwie in Dragon Quest 6 fühlen sich die Kramläden irgendwie ziemlich, irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen dumm an. So unnötig. Hallo? Warum ist mein Papst nur so Göttin verflixt, leichtgläubig? Er hatte gehört, dass sie auf der Insel des Lächelns ein Heilmittel für meinen Husten hätten. Nachdem er sich das in den Kopf gesetzt hatte, hat er sich durch nichts davon abbringen lassen. Er ist einfach da auf und davon. Das ist jetzt schon Wochen her, ich sterbe hier. Tut mir leid für dich, aber so ist das nun mal. Ja, aber schöner Schrank habt ihr hier. Reisegewand. Damit du ja nicht auf die Gedanken kommst, ne? Ich nehme es halt nur mit, damit sie ja nicht Gedanken kommt hier, dass sie das anzieht und dann hinterher läuft. Na, auf jeden Fall steht hier ein einzelnes, zerflattertes Buch mit Eselsohren im Regal. Wie gerade schon einmal gelesen. Ich war hier noch nie. Was haben die alle mit Kakteen? Kann ich baden? Kann ich mir was kochen? Vor allem, was für eine Energieverschwendung eigentlich, ne? Überall Feuer an den Seiten, damit die Licht, die drin haben. Irgendjemand muss es so anzünden. Das ist die Kirche. Wir speichern einmal, wenn wir schon hier sind, nicht wahr? Weißt du, was passiert, wenn Vollmond ist? Puff! Auf einmal taucht mitten im Meer eine Insel aus, die nichts auf. Abgefahren. Wirklich, richtig abgefahren. Im Vollmondlicht erscheint hier in der Nähe eine mysteriöse schwimmende Insel im Meer. Die Leute auf dieser Insel behaupten, von einem Ort mit dem Namen Insel des Lächelns zu kommen. Eine Welt voller Freude, ohne Mühsal und Tränen. Ob es einen solchen Ort wahrhaftig geben könnte, das weiß nur die Göttin allein. Vielleicht könnt ihr es mit eigenen Augen sehen. Heute Nacht ist Vollmond. Die Insel könnte auftauchen, ehe wir uns versehen. Vielleicht. Ja, cool, ne? Alle Lebewesen! Ich weiß, was jetzt genau kommt, ne? Sag einfach ja und klick auf hier Miku und dann überspeier mal da. Mach mal. Bitte. Ich bin sehr müde. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich halte das halt nicht mehr aus. Wann war das letzte Mal jemand hier? Wann hat jetzt das letzte Mal jemand das Spiel gespielt? Ich weiß es nicht. Ja. Länger her. Kann ich mir vorstellen. Habe ich hier noch irgendwas?
Ist hier irgendwie was? Nö, ne? Nur ein Kaktus. Hallo! Schätzt, dass ich jetzt Platz für einen weiteren Trick, oder wie, oder was? Nee? Ach, komm schon, meine Holde, ist zur Insel des Lächels abgehauen, ohne mich! Wenn ich trinke, muss ich nicht an sie denken. Hing! Ja, der funktioniert ja wunderprächtig, ne? Ja, der Sauf. Gut gedacht, wenn ich trinke, muss ich nicht drüber nachdenken. Richtig. Nehmt euch an ihr ein Beispiel, Leute. Gebt euch die Kante. Hallöchen. Vielen herzlichen Dank, aber eure Insel interessiert mich nicht. Ich uns geht es hier wahrlich gut genug. Die Göttin sei meine Zeugin. Macht euch auch mal uns keine Gedanken. Außerdem werden sicherlich viele von unseren Nachbarn mitkommen wollen. Ja. Diese ekligen Nachbarn, nicht wahr? Alle langweilig. Alte, bestimmt ganz alte Schinken. Seh mal, ich schätze es sehr, dass du mich immer wieder einlädst, aber ich bin einfach nicht... Oh, ihr seid wohl Reisende. Oh, tut mir leid. Ich dachte, es wäre wieder dieser Kerl, der uns zur Insel des Lächels mitnehmen will. Immerhin, Alter, gehört man nicht mal zu den ganz schnellen Sorten, ne? Versteh ich schon, ich weiß, ne? Ich bin übrigens auch im Bett langsam. Ich habe halt nur ausgesprochen, was ich gedacht habe. Tut mir leid. Ja. Eine Mini-Medaille, schön. Hallo. Ach, noch mehr Auswärtige? Lass mich mal raten. Ihr seid hier, weil ich von der Insel des Lächelns gehört habe, oder wie, oder was? Ja? Dachte ich's mir doch. Ich sag's euch, was ich davon halt, kein Besucher ist je von der Insel des Lächelns zurückgekehrt. Kein einziger nicht. Vielleicht sind die ganze Versprechung ja wahr. Vielleicht leben sie ein grenzenlos glückliches Leben. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht. Aber sind sie auch tot? Das weiß man ja nicht, nicht wahr? Das weiß man ja nicht. So, ist hier irgendwie hinter was? Das sieht manchmal so sehr verdächtig aus hier mit den ganzen Balken und so weiter. Ihr versteht, ne? Gehen wir erstmal hier oben. In die Waffengeschäft reingucken. Hallöchen. Oh, mein Name ist Skip. Skip-Ticker. Ich bin ein Reiserschwertkämpfer. Habt ihr gehört, was die über diese Insel munkeln? Die Leute zur sogenannten Insel des Lächelns bringen sollen? Ja, habe ich gehört. Na, denkt ihr nicht auch, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann? Denkt mal drüber nach. Ein Paradies für jedermann. Voller Freuden und Wunder. Ja, sicher. Hört sich wie nach einem Scam an. Am Märchen natürlich. Wir kommen im Waffenladen. Was kann ich. Ja, hey, was hast du denn? Ein Mondfächer. 5-5. Für Milena einfach. Das wäre halt so gut. Hat keine besonderen Eigenschaften, aber es wäre halt so gut, dass Milena auch mal endlich mal irgendwie einen Angriffsdings kriegt. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen? Ich muss halt mal durchgucken. Bringt halt alles nichts, ne? Fünf brauchen wir. Komm, einmal eine hier. Eine Eisrüstung, ja. Ey, war mir vergnügen, ne? Weiß Bescheid. Ja. Ein Bronzeschild. Kommt noch ein Eisenküras. Ja. Nee. Ich glaube, wir haben jetzt genug Geld. Ja, gerade so. Okay, kaufen wir. Kauf mir einmal den Mondfächer. Wer soll den haben und so? Wer soll mitnehmen? Hier, Berliner. Ja. Man wäre auch dumm, nicht wahr? Ja. Man wäre richtig dumm. Gut, du hast jetzt unser gesamtes Geld. Die Nacht bricht über die Wüste herein. Dann gehe ich nicht schlafen. Das ist nichts Besonderes. Dann gehen wir mal zu dieser berüchtigten Insel. Aber erst vor, ich geh nochmal hier save, ne, wenn schon die Nacht eingebrochen ist und ich habe Angst, dass da nachher wirklich alles froh ist und so weiter und ich dann, ihr wisst Bescheid, dass da dann ein Monster auftaucht und sagt, Alter, damit du lächelst, muss ich dir dein Gesicht bisschen die Prügel geben und so, ne, damit du halt auch immer lächeln tust. Ich verforme dein Gesicht mit meinen Fäusten. Das war das Monster. Davor habe ich Angst. Deswegen machen wir hier einmal kurz hier ins Tagebuch reinlunzen. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwo was in der Nähe ist. Ist ja plötzlich Nacht. Eine Insel. Moment, da habe ich aber irgendwas gesehen. Tupfenschleim. Oh mein Gott, ich habe das so lange nicht mehr gesehen. Ja, hat ja auch einen Grund. Die sind halt auch mega schwach. Da ist eine Insel. Hallo?
Du siehst sehr, sehr vertrauenswürdig aus, wirklich. Willkommen zum ersten Tag eures Lebens im Paradies, meine lieben Freunde. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen. Wir werden in kurzer Kurs auf das wunderbare, zauberhafte Traumparadies nehmen, das als Insel des Lächelns bekannt ist. Kein Hass mehr, keine Arbeit mehr, kein Problem mehr, kein Falten mehr. Lasst alle eure Sorgen am Dock zurück, denn die Zukunft hält nur Sonnenschein und Lächeln für euch bereit. Nun kommt der Port, meine lieben Freunde. Einige Bewohner eurer Stadt sind bereits an Bord. Wir werden aufbrechen, sobald ihr dem Besatzungsmitglied dort vorne grünes Licht gibt. Ja, gut, das ist halt nett. Ich würde erstmal trotzdem mit den anderen Leuten reden, ob sie hier... Ach, mit denen, Dude, ne? Ja. Darf ich da nicht rein? Wir werden aufbrechen, sobald ihr den Besatzungsmitglied dort vorne grünes Licht gibt. Wollen wir das noch machen? Ja, wir haben 4 Minuten Zeit. Na gut. Na komm. Wir sind bereits ablegen, Freunde. Seid ihr jetzt startklar? Ja. Hervorragend. Kommt nur herein. Nächster Halt. Paradies. Möge die Insel des Lächelns euch all das geben, was ihr verdient. Und auch ein bisschen mehr, natürlich. Wir legen ab. Yay. Oh Gott, ich hab Schiss. Und sonst so, was geht ab? Geht hinein, macht es bequem. Wir werden das Paradies erreicht haben, bevor ihr euch versteht. Ja. Was glaubt ihr? Ist das das Paradies? Werden wir zum Paradies ankommen? Ich habe irgendwie meine Zweifel. Eieiei, das sieht ja mega cool aus. Sogar Bunnies gibt es hier einfach. Und Fässer. Ich fasse es nicht. Mit einer Minimedaille. Habt ihr auch Bücher? Ich lese gerne. Verborgener Schatz. Leider sieht es aus, als ob alle wichtigen Seiten rausgerissen wurden. Das ist super. Es tut mir außerordentlich leid, aber diese Treppe ist für Passagiere tabu. Bitte nehmt mir den Kopf vor, diese Hauptkabine vorliegt und genießt eure Reise. Ihr redet es mit Leuten, nicht wahr? Hallo. Sieht aus, als wäre ich endlich auf dem Weg, meine Holding wieder zu sehen. Nur ein Trick noch, um die Nerven zu beruhigen. Man hat mir gesagt, dass auf der Insel des Lächelns niemand älter wird. Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich in die ganze Ecke früher gekommen, das kann ich euch sagen. Ja. Das ist schon mal ein Bein hinter der Erde. Yippie, ich bin auf dem Weg zur Insel, ich habe endlich geschafft. Ah, das Leben ist so schön. Am Buffet kann man essen, so viel man will, und die Getränke werden kostenlos nachgefüllt. Und dabei sind wir noch nicht mal auf der Insel des Lächelns, das ist nur der Transfer. Es gibt halt im Leben nichts für umsonst, also das sollte man sich überlegen hier. Seid gegrüßt, Feinde! Oh, Verzeihung, ich habe heute wohl irgendwas aus. Zuerst gibt es ungeheuer Mord und Löffel ab und jetzt bin ich auf dem sicheren Weg zur Insel des Lächelns. Es ist, als könnte überhaupt nichts schief gehen. Hi. Auf diese ganze Herumrenne ist Gift für meine Hufe. Meine empfindlichen Menschenfüße meine ich natürlich. Ups, oh Mann, ich habe gerade vergessen, dass ich immer seekrank werde. Inselkrank natürlich, was auch immer. Oh, Holte. Oh, hallo. Ach, es gibt Tigger. Erinnert ihr mich? Es gibt Tigger. Wir sind das Waffenland von Kargelia begegnet. Ja. Ich war dieser ganzen Sachen gegenüber ein bisschen misstrauisch, als wir noch in der Stadt waren. Aber jetzt und hier weiß ich gar nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Die Mannschaft ist ja sowas von zuvorkommend. Hey da, noch eine Runde bitte. Hey, du bist so ein strammer Bursche. Oh, ich habe mir meinen Lebensunterhalt durch den Betrieb einer Herberge verdient. Aber das war, bevor ich von diesem Ort hörte. Jetzt habe ich so das Gefühl, mein Leben vergeudet zu haben. Leute, ich würde mal sagen, hier machen wir im nächsten Part weiter. Irgendwas geht hier vor. Ich habe keinen Schimmer, was hier vor sich geht. Also ich denke mal, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.